Hallihallo und herzlich willkommen heute hier am sportlichen Mittwoch. Wir sind wieder in Belgien. Es ist Zeit für den nächsten Klassiker und der ist einer der sogenannten Ardennen-Klassiker. Es ist natürlich der Flèche Wallonne, in diesem Jahr für die Männer 202,1 Kilometer. Und wer dieses Rennen kennt, der weiß es. Hier steht die Mauer von Huy auf dem Programm und die ist so richtig schön brutal. 1,3 Kilometer lang und bis zu 20% steil. Insgesamt muss sie in diesem Jahr gleich dreimal erklommen werden und vor allem auf den letzten 1,3 Kilometern, also bis zum Zielstrich. Das Ganze ist dementsprechend ein wunderschönes Rennen für die Pencheure, aber bevor die in Aktion treten, haben wir zunächst 10 Mann in der Spitzengruppe des Tages. Der Vorsprung, der liegt immer so bei rund knapp 3 Minuten. Jetzt hier zum Beispiel 109 Kilometer vor dem Ziel und da vorne mit dabei unter anderem Daryl Impey oder auch Pierre Rolland. Dann geht es das erste Mal in Richtung der Mauer von Huy und die Spitzengruppe fällt so ein bisschen auseinander. Das Feld hat jetzt noch einen Rückstand von knapp 1,5 Minuten. Jens Reinders, haben wir gesehen, ist der Erste, der zurückfällt. Der wird dann auch vom Feld eingeholt. Und auch aus dem Feld nach hinten verabschiedet sich Tom Pidcock für das Team Ineos Grenadier. Der hatte heute nicht den besten Tag, also ihn werden wir wohl im Finale dann nicht vorne sehen. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir ihn ja vorne. Jan Backelands, der machte sich nochmal auf die Socken und wollte zur Spitze aufschließen. Traf dann zunächst auf Hensen, Hülgert und Roland. Die waren ja schon zurückgefallen. Fuhr mit den dreien noch ein Stück, aber die vier wurden dann relativ schnell geschluckt. Denn auch im Feld, da gab es jetzt Bewegung. Wir sind schon 37 Kilometer vor dem Ziel. Und das Team EF Education Easy Post schickte jetzt nochmal Simon Carr in die Offensive. Und der hatte richtig gute Beine, so wie es aussah. Und machte hier Meter für Meter gut. Man ist jetzt schon bei der vorletzten Passage der Mauer von Huy. Das Feld lässt es noch relativ kontrolliert angehen, aber Simon Carr, der war jetzt schon fast bis nach vorne hingekommen. Jetzt sehen wir auch nochmal schön, wie steil das Ganze ist. Oben an der Mühe, da waren sie zunächst vorne noch zu viert. Hinten, da sieht man schon, kurz hinter der Kurve, da war dann Simon Carr schon in Sicht. Der konnte auch aufschließen, brachte noch den Arkea-Mann mit. Aber wir sehen schon, der Vorsprung für diese neue Sechserspitze jetzt bloß noch bei 23 Sekunden. Und somit wusste Simon Carr, er muss mal kurz Luft holen und dann muss für ihn die Reise weitergehen, wenn er hier im Finale noch eine Rolle mitspielen möchte. Gesagt, getan, kurz durchgeschnauft und dann 20 Kilometer vor dem Ziel gibt es die nächste Attacke vom 23-Jährigen. Der kann sich dann auch lösen, der Rest der Spitzengruppe ist schon relativ kaputt. Nur Ferrand kann noch mitgehen für das Team Total Energies, also jetzt neue Spitze, 2 Mann. Und das fällt jetzt aber auch bloß noch knapp 28 Sekunden dahinter. Geraint Thomas führt das Team Ineos an. Der hatte heute auch wieder einen richtig guten Tag, verbrachte viele Meter an der Spitze des Feldes und brachte dann also auch das Feld wieder zurück. Zunächst hatte man die anderen 4 überholt und dann 9 Kilometer vor dem Ende des Rennens hatte man auch Carr und Ferrand wieder gestellt. Dementsprechend waren jetzt also alle Karten nochmal neu gemischt und es konnte losgehen. Zunächst versuchten sich natürlich alle Top-Teams nach vorne zu orientieren, denn Position ist absolut essentiell bei diesem Finale hier an der Mauer von Huy. Aber dann gab es nochmal einen kleinen Überraschungsangriff vom Team Cofidis. Die kamen hier gleich mit 3 Mann nach vorne und wollten versuchen, dem Feld so ein kleines Schnippchen zu schlagen. Das klappte aber nicht, denn am Ende dieser Aktion, da sehen wir dann Søren Krogh Andersen und Mauri van Zevenand an der Spitze. Die beiden haben auch so knapp 10, 15 oder auch mal 20 Sekunden Vorsprung, aber das ist nicht genug, denn das Team Ineos, das knüppelt jetzt wieder ordentlich hinterher und dann am Fuße der Mauer von Huy, 900 Meter vor dem Ziel, da werden sie eingeholt und auch das Team Movistar kommt jetzt nach vorne und die haben heute mit Alejandro Valverde wieder ihren Altmeister im Gepäck. Der war hier im letzten Jahr Dritter und hat schon, wie gesagt, 5-mal dieses Rennen gewinnen können. Heute will er sich den absoluten Mega-Rekord von 6 Siegen holen. Schauen wir mal, ob das klappt. Der sieht auch zunächst ganz gut aus, ist relativ weit vorne. Dylan Teuns ist aber auch gut mit dabei. Der fährt ja schon mal an Valverde vorbei und dann fahren sie nochmal ein paar Meter nebeneinander und ja, Alejandro Valverde muss einsehen, Dylan Teuns ist heute stärker, absolute Sensation, das hätte vielleicht zunächst gar niemand erwartet. Dylan Teuns, der 30-jährige Belgier, gewinnt in Belgien den Flèche Wallonne, was kann es Schöneres geben? Für ihn ist es wohl der größte Erfolg seiner Karriere und das Team Bahrain Victorious holt sich hier den nächsten Saisonsieg. Dahinter sehen wir noch Alexander Vlasov auf einem starken 3. Platz, Alaphilippe wird 4., dann Martinez, Woods und Almeida noch vor Moyard, Bagil und Vuillermoz. Also eine schöne Top 10. Hier sind nochmal die ersten 3. Vlasov guckt ein bisschen traurig. Valverde, der nimmt das Ganze mit Fassung. Der wird ja auch in Kürze 42 Jahre alt. Ja, und Dylan Teuns, der strahlt natürlich hier mit der Sonne in Belgien um die Wette. Am Sonntag geht's weiter mit Lüttich-Bastogne-Lüttich. Da kommt also der nächste große Ardennen-Klassiker. Auf den freuen wir uns jetzt und sagen zunächst für heute, wie schon so oft, vielen Dank und gerne wieder bis zum nächsten Mal. Bis denn!